In der Welt von Horizon Forbidden West ist der Mensch nicht zwingend das oberste Glied der Nahrungskette. Denn neben den üblichen Tieren wie Wildschweinen und Füchsen beherrschen vor allem mächtige Maschinen aus Stahl die Landschaft. Diese haben sich seit dem Vorgänger Zero Dawn noch einmal weiterentwickelt. Durch den fortschreitenden Zusammenbruch des Terraforming-Systems sind die Metallwesen noch aggressiver und neue, tödlichere Modelle versetzen die Menschen in Angst und Schrecken. Wie immer gilt bei der Maschinenjagd, dass der Fokus euer bester Freund ist. In Forbidden West umso mehr, da es von den einzelnen Maschinen nun auch noch verschiedene Varianten geben kann. Diese unterscheiden sich dann in den Elementen, gegen die sie anfällig sind. Auch bei den einzelnen Bauteilen gibt es vereinzelt Unterschiede. Ein kurzer Scan vor Kampfbeginn ist daher immer ratsam, um zu erfahren, mit welcher Variante man es zu tun bekommt. Wir stellen euch in diesem Video die 10 gefährlichsten Maschinen vor, denen sich Aloy entgegenstellen muss. Dabei kommen wir aber nicht ganz ohne Spoiler aus, denn eine der interessantesten neuen Maschinen ist direkt mit der Story des Spiels verknüpft. Deshalb kommt diese Maschine erst am Ende des Videos und wir blenden eine kurze Warnung ein, damit ihr rechtzeitig abschalten könnt, solltet ihr euch nicht spoilern wollen. Wir beginnen unsere Übersicht mit zwei alten Bekannten, denn natürlich sind auch die Maschinen des Vorgängers wieder mit dabei und haben nichts von ihrer Gefährlichkeit verloren. Entsprechend ist der Sturmvogel auch in Forbidden West ein ernstzunehmender Gegner. Die fliegenden Maschinen stürzen sich aus großer Höhe auf ihr Opfer und belegen es mit Schockangriffen. Mit Schockschaden braucht man den Biestern also gar nicht erst kommen. Stattdessen sind sie anfällig gegen Säure- und Plasmaschaden. Die auffälligsten Schwachstellen am Sturmvogel sind zunächst die drei Schubdüsen an jedem Flügel. Gelingt es euch, alle 6 zu entfernen, kann die Maschine ihren Abtauchnahangriff nicht mehr ausführen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Sturmkanone an der Brust des Vogels, die für die Schockfernangriffe zuständig ist. Für besonders geübte Schützen kann es sich auch lohnen, die Löschwasserkanister am Übergang zwischen den Hinterbeinen und dem Schwanz ins Visier zu nehmen. Trifft man diese recht kleinen Behälter mit Löschwasserschaden, löst man eine Kettenreaktion aus, die der Maschine erheblichen Schaden zufügt. Auch der Donnerkiefer gehört natürlich wieder in diese Übersicht. Die bereits ikonisch gewordene Maschine gehört nach wie vor zu den größten und mächtigsten Kreationen, die Hephaistos hervorgebracht hat. Mit der doppelten Schnellfeuerkanone, den 2 Scheibenwerfern und seinem mächtigen Schwanz verfügt der Donnerkiefer über viel offensives Potenzial. Gleichzeitig versteckt er viele seiner Schwachpunkte unter mächtiger Panzerung. Allgemein ist die Maschine gegen Säure- und Löschwasserschaden anfällig, wohingegen sie gegen Schock- und Frostschaden sehr gut geschützt ist. Eine bewährte Taktik ist es, die beiden mächtigen Scheibenwerfer vom Rücken des Donnerkiefers zu schießen und dann gegen ihn zu verwenden. Um seine Angriffsmöglichkeiten weiter einzuschränken, hilft es auch, die Schnellfeuerkanonen an seinem Kopf zu entfernen. Den meisten Schaden richten jedoch Angriffe gegen das Herz an. Das liegt jedoch zunächst unter mächtigen Panzerplatten verborgen und ist zudem durch die seitliche Anordnung der Öffnung zum Herz nur schwer zu treffen. Wer elementare Kettenreaktionen auslösen will, muss sich die Zünder am unteren Schwanzansatz sowie die Leuchtsprengkanister auf dem Rücken vornehmen. Mit Säuremunition geht das hier schnell. Der Rollrücken gehört zwar zur Kategorie der Transportmaschinen, kann einem unvorsichtigen Jäger aber durchaus gefährlich werden. Bei Gefahr kann sich die Maschine wie ein Igel zusammenrollen und einen heftigen Rollangriff starten. Außerdem verfügt der Rollrücken über einen Schwerkraftgenerator, mit dem er verlorene Rüstungsplatten wieder an sich heranziehen kann. Der Körper weist eine allgemeine Schwäche gegen Säureschaden bzw. Frostschaden in der fortgeschrittenen Spitzenvariante auf. Einige Schwachpunkte wie der Rohstoffkern und die Ladungshalterung sind im Inneren des schützenden Panzers versteckt. Damit dieser nicht immer wieder repariert wird, sollte man sich zunächst den Kühlblöcken und dem Schwerkraftgenerator auf dem Rücken der Maschine widmen. Alternativ lassen sich Düsen und der Schweif für zusätzlichen Schaden abtrennen. Auf der Unterseite des Schwanzes befinden sich zudem Kanister, die entweder mit Säure- oder Schockschaden zu einer Kettenreaktion mit anschließender Explosion gebracht werden können. Als eine weitere Flugmaschine hat es der Schreckflügel in unsere Liste geschafft.
Dieses an eine Fledermaus erinnernde Ungetüm ist mit diversen störenden Statuseffekten ein sehr unangenehmer Gegner. Außerdem kann sich der Schreckflügel unsichtbar machen, um im Verborgenen zu neuen Angriffen anzusetzen. Dem wirkt man am besten mit Feuerschaden entgegen. Zur Schadenswirkung stehen eine Vielzahl an Schwachstellen zur Verfügung. Präzise Schützen können sich zum Beispiel am Blitzblende an den Ohren der Maschine versuchen. Sind diese zerstört, kann der Schreckflügel nicht mehr seine blendenden Blitze verschießen. Bei fliegenden Gegnern, meist ganz gut zu treffen, ist der Bauchbereich. Hier lassen sich Bombenwerfer abtrennen, die dann auch als Waffe von Aloy verwendet werden können. Ebenfalls im Bauchbereich sitzt der Tarngenerator. Eher schwer zu erreichen sind Kanister am Flügelansatz und am Schwanzende, bei denen mit Schock- bzw. Löschwasserschaden eine Kettenreaktion ausgelöst werden kann. Wasser spielt in Forbidden West eine größere Rolle, denn Aloy kann jetzt auch wunderschöne Unterwasserareale erkunden. Da darf eine neue, gefährliche Wassermaschine natürlich nicht fehlen. Aloy kann den Flutschlitzer zwar nicht direkt im Wasser bekämpfen, aber glücklicherweise kommt das Monster auch an den Strand, um seine Gegner zu stellen. Hier kommt zunächst Frost- oder Schockschaden zum Einsatz, um die Maschine zu schwächen. Als Ziel für weitere Angriffe bieten sich dann die vier Löschwassertaschen am Hals der Kreatur an. Werden diese zum Platzen gebracht, fügt es dem Gegner einigen Schaden zu. Auch an der Unterseite des massiven Körpers sind noch zwei weitere dieser Taschen zu finden. Um die mächtigen Wasserstrahlangriffe des Flutschlitzers zu unterbinden, ist es zudem ratsam, die große Gezeitenscheibe auf dem Rücken zu zerstören. Für elementare Kettenreaktionen durch Frost, Schock und Plasmaschaden befinden sich im Bereich des Schwanzes verschiedene Kanister, die jedoch teilweise nicht leicht zu erreichen sind. Schildkröten sind eigentlich gemächliche und friedfertige Tiere. Auf die nach ihrem Vorbild entworfenen Panzerschnapper trifft das aber nicht wirklich zu. Sie können ihren massiven Körper erstaunlich gut bewegen und zu mächtigen Attacken sogar über weite Strecken springen. Außerdem bewerfen sie ihre Gegner mit dicken Gesteinsbrocken und verschwinden bei Bedarf auch unter der Oberfläche. Anfällig ist der Panzerschnapper gegen Feuer- und Säureschaden. Gerade letzterer ist sehr gut geeignet, um die mächtige Panzerung auf dem Rücken der Maschine zu schwächen. Zusätzlich sollten dann die Panzerbolzen zwischen den einzelnen Platten beschossen werden, um auf diesem Weg die unzerstörbaren Panzerelemente abzutrennen. Hier sind Abrisspfeile sehr nützlich. Unter dem Panzer befinden sich empfindliche Stellen wie die Plasmageneratoren und Zünder, die mit Schockschaden in eine Kettenreaktion versetzt werden können. Alternativ nimmt man sich die Kühlsaftbeutel auf der Unterseite des Monsters vor, wenn man denn mal einen freien Schuss in diese Gegend bekommt. Zu den beeindruckendsten neuen Maschinen gehört in jedem Fall der Schlängelzahn. Diese gewaltige Kobra setzt die Länge ihres Körpers zu ihrem Vorteil ein, spuckt Säure auf ihre Gegner und verteilt mit ihrem Schwanz deftige Schockangriffe. Anfällig sind ihre Körper dafür gegen Feuer-, Frost- und Plasmaschaden. Gerade letzterer hat sich für uns als besonders effektiv erwiesen. Viele Schwachstellen des Schlängelzahns liegen relativ offen. Dazu gehören die Schallhaube, die den Kranz um den Kopf bilden, das Erdmalwerk direkt unter dem Mund sowie die Metallbissbeutel am Übergang von Kopf zu Körper. Das größere Problem ist, diese auch zu treffen, denn der Schlängelzahn ist sehr agil und ständig in Bewegung. Daher bietet es sich zwischendurch auch an, das Monster mit Frostschaden etwas zu verlangsamen. An verschiedenen Stellen des Körpers sind auch wieder Kanister verteilt, die mit diversen Elementen zur Kettenreaktion gebracht werden können. Diese meist sehr kleinen Ziele sind aber aufgrund der Bewegungsfreudigkeit der Maschine noch schwerer zu treffen. Der Schlachtrücken stellt im Grunde den neuen Donnerkiefer von Forbidden West dar. Die tödliche Kampfmaschine hat einen ähnlichen Körperbau und ist ebenfalls bis an die Zähne bewaffnet. So sind die Stacheln auf seinem Rücken mit Plasmawerfern ausgerüstet, die zielsuchende Plasmageschosse abfeuern. Diese Waffen können mit gezielten Schüssen entfernt und gegen die Maschine eingesetzt werden. Darüber hinaus verfügt der Schlachtrücken auch noch über eine Waffe am Ende seines Schwanzes. Dort sitzt die sogenannte Stachelschwanzlanze, die zielsuchende Plasmastrahlen abfeuert oder in des Gegners Nähe Bodeneruption auslöst. Frostschaden gegen den Körper ist hier sehr hilfreich, da die massive Maschine dadurch langsam in seinen Bewegungen wird.
Das hilft unter anderem, um die Kühlkanister am Schwanzansatz ebenfalls mit Frostschaden für eine Kettenreaktion zu treffen. Ansonsten sind auch die Antenne und einige Plasmalader gut zugängliche Schwachpunkte. Oh! Mit seinen 4 Stoßzähnen erinnert der Bebenzahn an die Olifanten aus dem Herrn der Ringe. Mit ihrem langsamen, aber massiven Körper gibt es kaum Hindernisse, die sie stoppen können. Mit den scharfen Stoßzähnen teilt die Maschine im Nahkampf ordentlich aus, während 2 Plasmakanonen sowie eine Schockkanone für die Durchschlagskraft auf größere Distanzen sorgen. Hier gilt wie immer, dass die Waffen abtrennbar und von Aloy einsetzbar sind. Am besten funktioniert das meistens mit den speziellen Abtrennpfeilen. Die Elementarschwäche des Bebenzahns ist Frostschaden. Am Bauch trägt das Ungetüm einen Lohebeutel mit sich, der bei entsprechender Schadenseinwirkung in einem Feuerball explodiert. Eine weitere lohnenswerte Schwachstelle sind die Munitionstrommeln, die der Bebenzahn über seinen Hinterbeinen trägt. Die nachfolgende Maschine hängt direkt mit der Geschichte des Spiels zusammen. Solltet ihr euch die Überraschung also nicht verderben wollen, dann schaltet jetzt besser ab. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch unsere anderen Videos zu Horizon Forbidden West anseht, die natürlich spoilerfrei sind. Wenn ihr mögt, lasst uns doch auch gleich ein Abo da, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Einen ganz besonderen Gegner stellt das Phantom dar. Diese Maschine stammt nämlich nicht aus den Brutstätten von Hephaistos, sondern ist eine Konstruktion von Aloys Gegenspielern in Horizon Forbidden West. Entsprechend unterscheiden sie sich optisch von allen anderen Maschinen. Die Herangehensweise gegen diese Viecher variiert aber nicht stark von anderen Maschinen. Auch sie haben mit Säure- und Plasmaschaden eine Schwäche gegen bestimmte Elemente. Etwas einstellen muss man sich auf ihre außergewöhnlichen Bewegungsmuster, mit denen sie flink ihre Stellung ändern. Dabei können die Phantome auch an Wänden herumklettern. Oben auf ihrem Körper ist eine Pulskanone angebracht, die auf herkömmliche Weise abgetrennt und verwendet werden kann. Ein Großteil des Körpers besteht ansonsten aus Nanoplatten, die sich nach Bedarf verwandeln können, um sie auch für Angriffe zu verwenden. Gelingt es, einige dieser Platten zu entfernen, kann das Phantom diese wieder an sich heransaugen und erneut befestigen. Darunter befinden sich aber einige schadensanfällige Bauteile, wie eine Schock- und eine Plasmaeinheit, die jeweils mit Schaden zur Explosion gebracht werden können. Und das waren die gefährlichsten Maschinen in Horizon Forbidden West und wie ihr sie besiegt. Mit welcher hattet ihr denn die meisten Probleme? Schreibt es uns in die Kommentare. Für alles weitere aus der Welt der Videospiele besucht uns auch gerne auf pcgames.de.